Was für eine Energie, ihr Lieben. Meine Güte. Also wir hatten gestern einen Sonnensturm. Wir haben ganz seltsame Messdaten, jedenfalls so, wie ich sie interpretiere, weil ich sie ja schon viele Jahre verfolge. Es geht also heute um den Sonnensturm, es geht um die Schumann-Frequenz, es geht um die aktuellen Energien. Meine besten Tipps für dich, was man jetzt tun kann. Also ich empfinde wieder mal diese aktuelle Energie, deshalb mache ich heute dieses Video, wie ich es schon mal sagte, als würde jemand mit den Fingernägeln, mit langen Fingernägeln über eine Schiefertafel kratzen. So ein ganz nervtötendes Gefühl. Und wenn man eben die Sonnenaktivitäten, die auf die Erde treffen, beobachtet, dann ist es ein sehr aufgewühltes Auf und Ab. Und gestern war es mal wieder so richtig intensiv. Ich habe das nicht so mitbekommen hier auf Mallorca, weil ich mich sehr, sehr intensiv gerade aufs Malen konzentriere, weil ich so viele Auftragsbilder habe. Hier hat es allerdings richtig tüchtig geschüttet. Also es ist selten so in den 9 Jahren, die ich jetzt auf Mallorca und Ibiza lebe, erst auf Ibiza, jetzt auf Mallorca. Dass es so richtig intensiv wie aus Kübeln gießt. Also meistens ist es ein moderater Regen, selten wirklich so ein Platzregen, aber das war tüchtig. Es hat mich ganz ordentlich erwischt in meinem Außenatelier und obwohl ich einen überdachten Teil habe, bin ich richtig nass geworden. Ja, aber so fühlt sich das auch im Moment an. Sehr aufwühlend, nervenaufreibend. Und ich beobachte das bei mir, obwohl ich mit Meditation und allem wirklich sehr gut und stabil geerdet bin, dass es mich manchmal so rausreißt und ich dann ein bisschen Gedankenwirbel habe, also dass ich mich wirklich nochmal ganz, ganz explizit konzentrieren muss. Und da greift bei mir einfach die beste Powerfrage ever: Warum bin ich gerade so entspannt? Wer die Powerfragen noch nicht kennt, ich verlinke mal hier oben das Video zum Thema Glaubenssätze verändern mit den Powerfragen. Und immer dann, wenn ich merke, dass ich mit meinem Nervenkostüm und meinen Gedanken, meinem Gedankenkarussell in Untiefen gerate, also in Strudel gerate und mich fühle wie in der Waschmaschine im Schleudergang, dann nutze ich die Powerfragen auch so für alle möglichen Zustände. Doch dann greifen die Powerfragen super, indem ich sage, warum bin ich jetzt gerade so stabil? Warum sind meine Gedanken so ruhig? Warum fühle ich mich so wohl? Warum bin ich so entspannt? Also ich lade dich ein, wenn du im Moment ein etwas zerrüttetes Nervenkostüm hast und dafür gibt es ja im Moment leider wieder sehr viele Anlässe. Nicht nur die kosmischen Energien, dann probier mal die Powerfragen aus. Die Schumann-Frequenz ist ähnlich aufgewühlt wie die Sonnenaktivität. Es geht rauf und runter. Und gerade im Zusammenhang mit dem Sonnensturm war die Schumann-Frequenz gestern und auch heute noch sehr aufgekratzt. Also mein Appell an dich, meine Inspiration. Vielleicht doch ein leichter Husten vom Tier, vom Nasswerden gestern. Meine Inspiration an dich: Entspannen, gut erden, klar ausrichten und dich einfach diesem Flow hingeben. Im letzten aktuelle Energievideo durfte ich unseren Heimatstern Sonne channeln. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich werde in den nächsten Tagen, das hatte ich schon angekündigt, auch ein Channeling mit Mutter Erde machen. Aber wie gesagt, im Moment bin ich sehr ausgelastet und muss immer schauen, dass ich die Zeit für die Videos finde. Und Sonne hatte uns gesagt, dass jetzt die Frequenzen wieder angehoben werden. Und das bedeutet, dass auch das dazu führt, dass im Zusammenhang und auch in Verbindung mit Sonnenaktivität und Schumann-Frequenz wieder alles etwas auseinandergezogen und neu zusammengefügt wird in uns, was dann wiederum dazu führt, dass wir uns auch mal etwas unwohl fühlen. Und ich möchte dich daran erinnern,
wie unendlich wichtig dann Auszeiten sind, dass du dir wirklich Zeit nimmst für dich, dass du dich innerlich sortierst. Ich mache das gerne, indem ich in meinem Tagebuch schreibe, indem ich meine Gedanken aus meinem Kopf nach außen bringe. Das hilft mir sehr, dass sie da nicht in meinem Kopf die ganze Zeit toben. Und ich habe mir heute Morgen auch viel Zeit zur Reflexion genommen, um zu schauen, was sind meine Prioritäten im Moment. Das ist gerade immer wieder sehr gefragt, dass wir klare Entscheidungen treffen für unseren Seelenweg, für unseren Herzensweg, dass wir klare Ziele ausmachen. Das ist für mich unter anderem auch die Kraft des Oktobers. Wir werden sozusagen gefüttert mit frischer Energie. Unser Lichtkörper dehnt sich immer weiter aus. Auch dazu hatte ich ein Video gemacht, eben wie das ist, wenn der Lichtkörper aktiviert wird. Das verlinke ich auch mal hier oben. Und mir kam auch in den Sinn, dass wir alle jetzt so immer noch so in einem Kampf sind, mitten im Geburtskanal, dass wir immer noch ein bisschen strampeln, die Mutter presst und wir versuchen uns da rauszuziehen aus dem Geburtskanal, damit wir in diese neue Zeit schlüpfen können. Doch das braucht halt weiterhin sehr, sehr viel Anstrengung. Ich hatte es schon letztes Jahr gesagt, als es losging mit diesem Kasperletheater, dass wir Geduld brauchen, dass wir uns mit Gelassenheit und Hingabe in diesen Prozess geben. Denn wenn wir uns die ganze Zeit ärgern, wenn wir sagen, oh, es geht mir nicht schnell genug, dann wird es einfach immer schwieriger sein, als wenn wir uns hingeben. Und wir haben ja heute den 2. Oktober 2021, frischer Monat. Ich hatte mit meinem Kollegen Malkiel ein sehr schönes, knackiges, kurzes Video zum Oktober gemacht. Alles Wichtige verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Und ich werde immer wieder gefragt, wenn man am Handy die Videos anschaut, wo ist denn die Videobeschreibung? Es ist ganz einfach. Wenn man das Video anschaut, hat man ja unten den Text, wenn man das Video hochkant hält und neben dem Titel, also unter dem Video selbst, neben dem Titel des Videos ist ein kleiner Haken nach unten. Wenn man da draufklickt, kann man die Videobeschreibung sehen. Also es ist sehr einfach, wenn man ein bisschen sucht. Und der Oktober bringt eine bestimmte Sternentor-Energie. Hätte ich das Original noch, würde ich es hinter mich stellen. Aber es ist in Deutschland mittlerweile bei seiner Hüterin. Und wir haben im Oktober das Sternentor der Erlösung. Dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich mal hier oben. Es hat eine sehr intensive Botschaft, wie man sieht. Übrigens, es gibt auch jetzt die neuen, das ist der Kalender für dieses Jahr. Es gibt jetzt mittlerweile schon den neuen Sterntor-Kalender und den kleinen Engelkalender in meinem Shop. Das verlinke ich auch mal unten in der Videobeschreibung. Und das Sterntor der Erlösung möchte uns in diesem Monat daran erinnern, dass wir wirklich nochmal in diese Kraft gehen, uns selbst befreien und erlösen. Und dann kam mir der Gedanke, dass viele Menschen, die eben so wie Lemminge allem hinterherlaufen, überhaupt nicht selbst denken und agieren, im Endeffekt ja nicht erwachsen werden wollen. Ja, wenn man als Kind quasi lebt, dann sorgen alle Menschen drumherum für uns. Die Erwachsenen, die Eltern, die Lehrer, die Großeltern. Und alle sagen uns, was wir zu tun und zu lassen haben. Und viele Menschen kommen aus diesem Modus überhaupt nicht heraus. Also lasst uns endlich erwachsen werden. Ja? Ich habe das schon oft in meinem Leben gemacht, dass ich mich ganz bewusst mal eine Zeit lang, ein paar Tage mit diesem Thema für mich persönlich befasst habe und nochmal in mich hineingespürt habe, wo will ich nicht erwachsen werden? Ich möchte diesen Pipi-Langstrumpf-Teil, der nicht erwachsen werden will, sehr gerne bewahren, aber nicht ausschließlich in dieser Energie bleiben. Ich möchte klar und frei meinen erwachsenen Weg gehen, denn nur in der Position eines erwachsenen Menschen kann ich mit all den Umständen umgehen, die auf mich einprasseln. Ob das eine Krankheit ist, gibt ja auch mehr als nur ein Husten, ob das eben politische Ereignisse sind, Weltgeschehen sind,
ob das Naturereignisse sind, ob das eben kosmische Einflüsse sind. Wir können uns den meisten Dingen wirklich nur mit unserem inneren Erwachsenenanteil stellen und erwachsene, klare Entscheidungen treffen. Ein kleines Kind fließt mit dem Strom und lässt sich vom Strom führen und leiten und eben anfangs von den Erwachsenen, bis es in die eigene Selbstbewusstheit kommt und dann lernt, eigene Entscheidungen zu treffen, zu spüren, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, was will ich noch erfahren. Also mein Appell an euch, an dich, spür mal in deinen Teil hinein. Wo bist du noch sehr kindlich, was eben einerseits sehr schön ist, aber eben in vielen Belangen sehr unklar? Und wo ist dein Erwachsenenanteil, den du lebst? Das ist für mich jetzt in diesem Monat auch die Herausforderung, das nochmal anzuschauen. Denn nur wenn wir mit unserer Erwachsenenkraft in die neue Zeit gehen, können wir tatkräftig etwas verändern. Ich hatte jetzt zwei Videos gemacht, einmal zum Thema Friedensbaumstiftung, ein Projekt, das ich ganz, ganz großartig finde, und auch zum Kreis Menschsein mit der neuen Naturakademie Elysion. Schaut euch mal diese beiden Projekte an in meinen Videos. Die sind so wundervoll und sie zeigen, wie Menschen aktiv jetzt in dieser Zeit erlöst und frei neue Wege gehen. Lasst euch inspirieren von Menschen, die wirklich in ihrer Kraft sind. Und ich entscheide mich jeden Morgen, die neuen Energien zu leben, die neuen Dimensionen auf die Erde zu holen, für mich und damit auch für euch. Das ist mein Geschenk an diese Welt, dass ich mein Licht leuchten lasse, damit diese Welt heller wird. Deshalb habe ich heute diesen Pullover an. Ich bin eine von sehr vielen Lichtbringerinnen. Ich bringe mein Licht in die Welt, ins Dunkel, damit wir hier neue Möglichkeiten haben auf der Erde. So, und zum Abschluss dieses Appells, kurz und knackig, drei Engelkarten. Eine für den Körper, eine für den Geist und eine für unsere Seelenquelle. Ich liebe die Engelkarten, denn sie sind wunderschöne Reflexionen dessen, was wir im Moment für uns brauchen. So. Also, eine Karte für den Körper, eine für den Geist und eine für die Seele. Oh, zwei für den Geist. Ja, das wird ja spannend. Okay. Für den Körper das goldene Engelleuchten. Ein Transformationsengel. Und das passt jetzt sehr, sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Bring Licht in dein Dunkel. Frage deinen Körper, was brauchst du? Was willst du? Wie kann ich dir helfen, damit du mich tragen kannst, damit du meine Seele durch das Leben tragen kannst? Frag dich das und du wirst Antworten bekommen. Je öfter du deinen Körper fragst, was er will und braucht, desto besser hörst du seine Antworten. Dadurch habe ich mich von 100% krank zu fast 100% gesund gemacht. Und ja, es gibt immer mal auch wieder kleine Appelle meines Körpers an mich in Form von, hey, zieh dich wärmer an, wenn es draußen kalt wird. Aber damit kann ich sehr gut umgehen. Das ist viel besser als das, was ich früher erlebt habe. So, zwei für den Geist. Das ist spannend. Ich liebe es, wenn die Karten meine Videos unterstützen und das, was ich vorher gesagt habe. Der Engel der Gelassenheit, der Engel der Entspannung. Also schaut euch einfach an, was ihr in eurem Leben tun könnt. Wir haben ja heute Samstag, der Tag, an dem ich dieses Video aufnehme. Danach den Sonntag, Wochenende. Wir können uns in Gelassenheit üben. Wir können uns entspannen. Und das ist offensichtlich gerade der große Appell, doppelter Appell der Engel an uns. Also viel Freude dabei und schau, ob du vielleicht neue Möglichkeiten entdeckst, deinen Körper, aber vor allen Dingen deinen Geist zu entspannen. Und wie immer nehme ich mir diese Impulse auch selber zu Herzen. So, herrlich. Für die Seele der Impuls, finde deine Balance.
Es ist unruhig. Nicht nur die kosmischen Energien sind unruhig, nicht nur die Schumann-Frequenz ist unruhig. Das gesamte Erdenfeld, das gesamte Weltfeld ist unruhig. Also finde deine Balance. Nichts ist wichtiger im Moment. Denn nur wenn wir in Balance sind, können wir leuchten, können wir unsere wahre Kraft ausdehnen. Und es ist ein Wechselspiel. Je mehr du dein Licht und deine Kraft ausdehnst, desto stabiler bist du. Wenn du da mal ein bisschen unruhig bist, finde deine Balance wieder und du kannst dich weiter ausdehnen, noch kraftvoller werden. Und so werden die Momente, in denen du umkippst, immer weniger. Und du kannst damit auch anderen ein Beispiel sein, dass sie selbst auch besser für sich sorgen. Und nochmal meine Impulse für alle Eltern. Ihr seid ein Beispiel für eure Kinder, wie ich es ja vorhin schon sagte. Kinder nehmen sich immer ein Beispiel, denn sie müssen ja lernen, hier auf der Erde wirklich gut und stark zu leben. Und je mehr Eltern gut für sich sorgen und ihre Kinder mit einladen, das auch für sich zu tun, indem sie sie immer wieder auffordern und fragen, was willst du wirklich? Wie fühlst du dich gerade? Das sollten Erwachsene sich fragen und auch ihre Kinder. Und diejenigen, die keine Kinder haben, aber auch die, die Kinder haben, können auch ihr inneres Kind immer wieder fragen. Was willst du jetzt? Was brauchst du jetzt, damit du dich wohlfühlst? In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du diesen etwas zermürbenden Wirbel, den wir gerade auch mit den Energien um uns herum erleben, gut überstehst. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Blogbeitrag, den ich geschrieben habe und auch immer wieder verstärkt aufarbeite, damit du Tipps bekommst, was du aktiv tun kannst, damit es dir besser geht in solchen Zeiten. Ganz viel Liebe zu dir. Genieße neben all dem Wirbel auch dein stilles Sein. Also, wir sehen uns. Bis ganz bald. Deine Sonja Ariel. Ciao.